Hey Alexa, wie wird das Wetter heute Abend in Schesel? Heute höchstwahrscheinlich vereinzelt sonnig und Gewitter mit einer Tiefstemperatur von 12 Grad. Ich hab eine Ex-Freundin mit dabei! Das kommt davon, dass du mich damals nur verarscht hast. Es gibt Gerechtigkeit auf dieser großen Welt. Heute fliege ich mal nicht mit dem Flieger, weil ich habe jetzt mein Auto dabei. Aber keine Sorge, ich fahre nur im vierten Gang, um schön CO2 zu verbrauchen. Macht euch keine Gedanken darum. So, wir zwei sind jetzt endlich in Schesel angekommen. Haben uns ein bisschen verfahren, aber das macht ja nichts. Und ja, wir machen uns jetzt mal mit der ersten Fuhre auf zum Campingplatz. Ja, der Weg ist super weit. Ja. Hilfst du mir auch mal? Ja, klar, sicher. Hallo, das ist voll schwer. So, und da sind wir auch schon. Sie sehen, wie ein wildes Master Jam ein Zelt auspackt. Keine Liebe, nur noch Wodka. Doch du kannst nichts dafür. Es ist ein Wurfzelt. Zweitausend Jahre später. Na Schatz, möchte ich dir zeigen, hier ist deine neue Wohnung. Ja, schön, schön, schön. Wo ist der Whirlpool? Ah, schön, wie man hier hinten sieht, unser Zelt steht. Aber ja, jetzt hat es gerade angefangen und genau so habe ich das Hurricane in Erinnerung. Genau so. Wisst ihr noch, wie es das letzte Mal war, als ich vor 3 Jahren hier war? Jetzt kann ich es übrigens mal sagen, vor 3 Jahren um diese Zeit war ich noch in der Ausbildung bei der Mittelstufe und da hat Rammstein hier gespielt. Und ich habe dafür eine Klausur geschwänzt und habe dafür eine 6 bekommen. Weil ich dachte mir, Mittelstufe Klausur oder Rammstein? Und ich habe mich für Rammstein entschieden und es war gut so. Wo ist hier noch Platz? Ich habe ganz, ganz tolle Flashbacks. Oh, Logbuch. Wir sind jetzt seit ungefähr 1,5 Stunden hier. Und wir sind klatschnass. Ich habe keine Schuhe mehr. Meine Schuhe sind komplett durchnässt. Sie hat gar keine mehr an. Wir lassen es dadurch aber nicht den Arm vermiesen. Da drüben spielt irgendeine Band. Und was auch immer das ist, das schauen wir uns jetzt an. Hi, du arbeitest hier, oder? Ja. Ich drehe einen Videoblog für YouTube. Oh Gott. Videoblog für YouTube? Ich bin auch auf YouTube. Hey. Ich bin echt begeistert über euch, weil ihr an Feiertagen offen habt. Super. Hammer. Nur wegen euch kriege ich hier um 22 Uhr fest. Das ist genau der Sinn dahinter. Genau. Ich hab gesagt, bis 0 Uhr. Bis 0 Uhr? Bis 0 Uhr. Boah, habt ihr das gehört, netto? Wir waren gerade bei Kölscher Schlagermusik. Das war ganz furchtbar. Aber jetzt haben wir was gefunden, was uns eher zusagt. Moin, der Freitag auf dem Hurricane ist angebrochen und wir haben Sonnenschein. Was ist das denn? Das habe ich ja überhaupt nicht gebucht. So, es ist noch nicht ganz 10 Uhr. Wir machen jetzt ein bisschen Frühsport vor dem Frühstück. Kommt allerdings ein bisschen zu spät, weil Hina sich noch die Haare machen musste. Und sehen uns gleich wieder. Wieso gleich jetzt? Das läuft ja durch das Video. Irgendwann später. Ey, richtig geil. Puh, ich bin auch ganz schön ausgelaugt. Nee, wir haben es einfach nur verkackt. Und wir müssen sagen, wir waren nicht die Einzigen. Wir wollten hier zum Schmutzki-Zeltplatz morgen fahren. Aber ist irgendwie erst morgen. Dafür haben wir uns einen Wecker gestellt und sind aufgestanden. Was soll ich sagen, wir sind einfach dumm. Frühsport ist ja wie gesagt leider ausgefallen. Aber dafür machen wir jetzt hier gesundes Indianerfrühstück. Das sieht gar nicht mal so lecker aus. Das kam ja gerade raus, als ob das schon mal gegessen wurde. Nur noch verstanden, ja.
das Hurricane von oben zeigen. Da hinter uns ist eine Bühne, wir wissen aber nicht, wer da spielt. Und da sammeln sich schon langsam Menschen. Ich möchte die Gelegenheit meiner kleinen Pause hier mal eben nutzen und euch mal die HeyJinx Festival App vorstellen. Ich würde diese in Zukunft gerne mit euch gemeinsam nutzen und deswegen zeige ich sie euch mal eben. Die HeyJinx Festival App ist völlig kostenlos und funktioniert im ersten Augenschein wie Tinder. Sie ist allerdings nicht nur fürs Dating gedacht. Wenn ihr euch die App runterladet, müsst ihr euch zuerst ein Profil erstellen mit eurem eigenen Text und ein paar Bildern von euch. Wie bei Tinder. Dann könnt ihr in einer riesigen Liste die Festivals auswählen, auf die ihr dieses Jahr geht, und euch werden Leute vorgeschlagen, die dieses Festival ebenfalls besuchen. Wie bei Tinder. Das ist allerdings nicht nur fürs Dating gedacht, sondern super praktisch, um sich gegenseitig zu connecten, eventuell Mitfahrgelegenheiten zu gründen oder Partys zu finden. Wie ihr seht, habe ich in dieser App schon meine eigene Gruppe bekommen und ich plane nächsten Monat auf dem GOND-Festival ein gemeinsames Treffen mit euch, also mit allen, die ebenfalls die GOND besuchen. Dort würden wir gerne einen Clip mit euch drehen, nämlich das 4 Uhr nachmittags, ihr Wichser, Stuhlbashing. Wir haben 4 Uhr nachmittags, ihr Wichser! Wann und wo wir uns dort treffen, werde ich in meiner HeyJinx-Gruppe bekannt geben. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr meiner Community dort beitreten würdet und wir uns auf der GOND treffen. So, und ich gehe jetzt weiter zu Papa Roach. Es war ein sehr geiler, warmer Tag. Es hat fast gar nicht geregnet. Es hat gar nicht geregnet. Es hat überhaupt nicht geregnet. Ich habe einen Sonnenbrand, genau hier und auch nur da. Wir befinden uns jetzt gerade bei, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei meinem persönlichen Headliner des Festivals. Toten Hose, es ist schon 2 Wochen her. Ja, ich bin freundlich und zwar täglich. Aber ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich bin auch eigentlich nur wegen dir hier. Ich finde ihn voll scheiße. Also ich bereue es total. Warte, wie war das? Ach so, scheiße findest du die? Ja, richtig scheiße. Ich auch. Ich finde die auch scheiße. Let's go! Ja.
nicht. Kein Happy End, kein Hollywood. Alles passiert, wie es passieren muss. Birthday, okay. Happy Birthday zu dir. Wie viele Jahre kann das so weitergehen? Es ist wohl besser, jetzt zu gehen. Wir können keine Menschen finden. Anscheinend wie die Idee. Wird man sich schon endlich schreien. Anscheinend wie die Idee. Kann mir nicht sein. Das, was ich sagen wollte, liebe Tote Hosen. Niemand auf diesem Festival ist euch böse, wenn ihr auf so einem Konzert hier mal den Streichholzmann auspackt. Da guckt keiner blöd, glaubt mir. Niemand versprochen. Ja, glaub ihm nicht. Und es niemand ist euch böse, wenn ihr häufiger kommt. Ja, richtig. Alle 18 Jahre mal, was ist denn das? Ja, komm. Moin, moin. Der Samstag im Hurricane ist angebrochen. Leider auch unser Abreisetag. Es ist kurz vor 10 Uhr. Jetzt geht's gerade zu Schmutzki, zum Frühsport. Und zwar zum richtigen Schmutzki-Frühsport, nicht so diese Fake-Frühsports wie gestern. Igor und Ramon sind außer sich vor Geilheit. So etwas habt ihr bislang noch nicht erlebt. Beherzt backen die beiden Jungs zu und kneten Jennys Titten und lutschen an ihren Nippeln. Halleluja! Halleluja! Schon hält Igor seinen harten Schwengel aus der Hose und Jenny beginnt zu blasen. Jenny, Jenny, Jenny! Oh, bläst du gut, du Luder! Stellt Igor fest. Und zwei rammeln die Herren Jennys Löcher durch, bis sie schließlich zum Orgasmus kommen! Yeah. Zum Abschluss verschwindet... Jenny die Pille oder nicht? Nein! Jenny! Nein! Sie muss doch Kinder gebären, die genauso behindert sind wie sie. Amen! Wir denken bis zum Untergang. Untergang. 20 Zentimeter. In den Hals. Im Namen des Mundes, der Fotze und der heiligen Rosette. Amen! Komm, wir machen was Dummes. Wir brauchen eine Wall of Death. Hier ist die Mitte. Ina. Micha. Guck mal, der Sonnenuntergang. Ist das schön hier, oder? Ja. Seh nix. Wo denn? Da. Das da? Ja. Das ist ein Fleck auf der Liste. Ach so. Warte. Es ist schön.
So, jetzt habe ich das Festival-Feeling da. Ich glaube, jetzt kann ich auch ein bisschen besser schnacken, Michi. Einen Moment. Moin, hier ist Rosi, Rosi Superstar. Vielen Dank, Hurricane, dass wir dieses Jahr wieder dabei sein durften. Ach, na scheiße, nicht wieder. Das erste Mal? Ah, nochmal. Und fette Sorry, dass wir einen Tag früher gehen mussten. Vergesst nicht hier einen Daumen hoch. Ah, nee, sorry, das Bier. Einen Moment, einmal weglegen. Einen Daumen hoch hier zu hinterlassen. Und wenn ihr noch was von dem Fickprediger hören wollt, dann bitte etwas in die Kommentare schreiben. Vielen Dank und Prost! Tanzt für mich, Jungs, tanzt für mich!